In unserer Reihe der Sommergespräche von SW1 haben wir diesmal Bürgermeisterin Karin Bayer zu Gast. Frau Bürgermeister, Mitte des Sommers in Schwechat war viel los im heurigen Sommer. Ja, wir haben einen sehr aktiven Halbsommer hinter uns. Wir haben von einem sehr netten und auch sehr gut besuchten Schulschlusspicknick über die davor auch sehr gut besuchte und vor allem hervorragend organisierte Fanmeile. Wir haben wie immer, Gott sei Dank, sehr erfolgreiche, sehr gut besuchte Nestroy-Spiele hinter uns gebracht. Insofern können wir uns nicht beschweren, dass uns Fahrt wird im Sommer in Schwechat. Und ein noch immer laufendes, attraktives Ferienspiel. Wenn meine Informationen stimmen, ist das Ferienspiel eine Spur besser besucht als im Vorjahr. Wir haben auch heuer erstmals eine Frühbetreuung angeboten, dass Eltern, die berufstätig sind, ihre Kinder halt schon zeitiger zu den Ferienspieltagen bringen können, um dann in die Arbeit fahren zu können. Das wird auch gut angenommen. Also ich bin im Moment sehr zufrieden und glücklich mit dem, wie es so dahin geht bei uns in diesem Sommer. Wenn man so zuhört, kann man sagen, attraktive Angebote für die Familie Schwechat. Wir haben ja noch ein Highlight heuer im August, weil wir 50 Jahre Städtepartnerschaft mit unserer Partnerstadt in Gladbeck aus Deutschland feiern dürfen. Da wird es am 25. August die Festgemeinderatssitzung geben und dann gleiten wir sozusagen nahtlos in das Highlight des heurigen Sommers, nämlich unser Stadtfest, das sich damit auch gleich verbinden lässt, wo wir eine Fülle von wirklich interessanten und sehr, sehr guten musikalischen Angeboten haben. Die Kulinarik ist wieder abgedeckt. Gutes Wetter haben wir bestellt und hoffen, dass das auch funktioniert und werden dann auch gleich gemeinsam mit der Städtepartnergruppe auch das Stadtfest eröffnen und befeiern. Es wurde aber Rücksicht genommen auf das Budget. Das Budget ist das gleiche wie im Vorjahr, nachdem wir also die Hälfte von dem, was es früher ausgemacht hat und nachdem das vorjährige Stadtfest mein erstes in diesem Amt sein durfte, war ich wirklich hingerissen und wenn ich mir das Programm heuer anschaue, dann bin ich überzeugt davon, dass es auch heuer wieder wirklich gut wird und man nicht unbedingt mehr Geld ausgeben muss, als nicht vermeidbar ist. Also irgendein Geld muss man in die Hand nehmen, aber wie gesagt, wir haben das Budget halbiert und werden uns auch heuer in diesem Rahmen bewegen können. Kommen wir zu den Themen aus Ihrem Amt. Welche Themen haben Sie am meisten im ersten Halbjahr in Schwechat geprägt? Wir haben unser neues Fachmarktzentrum Schwechat Mitte eröffnen dürfen, was natürlich grundsätzlich eine großartige Sache ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass das sehr, sehr gut angenommen wird. Und ich finde es großartig, wenn eine Stadt mitten im Zentrum so ein eine Einkaufsmöglichkeit überhaupt bekommen kann, weil kaum Städte die räumlichen Möglichkeiten haben. Wir hatten sie. Ich finde, dass es sehr gelungen aufbereitet worden ist. Es wird auch sehr gut angenommen. Hat nur für mich einen kleinen Haken, der eigentlich ein großer Haken ist, nämlich, dass der Biller leider vom Hauptplatz dorthin übersiedelt ist. Natürlich wünschen wir allen Betreibern dort alles Gute, aber für uns ist es sehr schmerzlich, dass die Fläche am Hauptplatz jetzt leer steht und dieser unmittelbare Nahversorger fehlt. Ich bin auch schon seit Monaten, seit wir wissen, dass das passieren wird und jetzt auch passiert ist, bin ich mit dem Wirtschaftsstadtrat massiv dahinter. Wir haben wirklich alle möglichen Seiten abgeklopft und haben gehofft, dass wir irgendeinen kleinen, mittelgroßen Nahversorger reinbringen. Wobei ich dazu sagen muss, das zusätzliche Problem ist, dass diese Location nicht der Stadtgemeinde Schwechat gehört. Das heißt, eigentlich gibt es dort einen Makler und einen Eigentümer. Und wir versuchen uns halt, soweit wir das dürfen, ohne dem zu sehr auf die Nerven zu gehen, uns einzubringen mit dem Wunsch, dass dort möglichst schnell diese wirklich traurige Lücke wieder geschlossen wird. Eineinhalb Jahre Bürgermeisterin, worauf sind Sie in diesen eineinhalb Jahren besonders stolz? Worauf glauben Sie, was ist Ihnen am meisten gelungen dabei? Das klingt jetzt vielleicht relativ klein, aber für mich ist es ein ganz großer Bestandteil von meiner Arbeit. Ich habe am Anfang ein bisschen das Problem gehabt, oder manche Leute haben das Problem gehabt, dass ich nicht wahnsinnig bekannt war und keiner hat so wirklich gewusst, was da auf uns zukommt. Jetzt bin ich eineinhalb Jahre in etwa im Amt und mir taugt es wirklich, um das umgangssprachlich zu sagen, dass wenn ich mich da draußen bewege, ich von ganz vielen Leuten nicht nur so aus Höflichkeit gegrüßt werde, sondern wir einfach in ein kurzes Gespräch stolpern, mir irgendwelche
Kleinigkeiten, Alltagssorgen oder auch positive Dinge erzählt werden. Ich auch gefragt werde, ob es denn möglich ist, mal einen wirklichen Gesprächstermin zu kriegen, was natürlich möglich ist. Wir haben jetzt auch das System ein bisschen verändert. Es gibt zwar fixe Sprechstundenzeiten, aber manchmal oder oft ist es so, dass die Leute, wenn sie was brauchen oder wenn sie was fragen wollen, das halt urdringend brauchen und nicht 3 Wochen auf einen Termin warten wollen. Jetzt habe ich mit meinen Damen draußen ausgemacht, dass sie, wenn Anfragen kommen, dass es eilig ist, dass man auch zwischen 2 offiziellen Terminen eine halbe Stunde einen Sprechstundentermin reinzwicken kann, weil es mir wirklich wichtig ist, dass die Leute das möglichst zeitnah bei mir unterbringen. Es ist gar nicht so selten, ich schaue gerade so mit einem Auge auf den Blumenstock, der da steht, dass Leute einfach kommen und ein paar Blumen mitbringen oder irgendwas Süßes mitbringen und sich bedanken, weil irgendwas gut funktioniert hat. Und da ziehe ich mir ganz viel Kraft raus. Und das ist, auch wenn es jetzt nicht ein Riesenprojekt ist, sondern so ein Alltagsprojekt, eigentlich eins der allerwichtigsten Sachen für mich. Wenn Sie sagen, miteinander und miteinander in Schwächert, bedeutet das aber auch in der Sacharbeit ein Miteinander im Gemeinderat, im Miteinander mit der Koalition? Wie geht es im politischen Gefüge? Ich weiß nicht, ob alle das so großartig empfinden wie ich, aber aus meiner Sicht sind wir ein sehr produktives Team und ich meine mit Team in Wahrheit wirklich alle, die im Gemeinderat vertreten sind. Ich finde, dass das, jeder hat seine Qualitäten. Man muss nicht immer die Farbe oder die Parteizugehörigkeit in erster Reihe stehen haben. Wenn ich für einen Bereich jemanden habe, der mich sehr gut unterstützen kann, weil er aus irgendeinem Grund da ein gutes, großes Wissen hat, ein besseres Wissen hat als ich, dann freut es mich, dass ich mir das abrufen darf, ohne immer auf die Parteipolitik zu schauen. Meine persönliche Meinung, das hat sich in den letzten Monaten auch in mir selber so entwickelt. Ich glaube nicht, dass ich als Bürgermeisterin so sehr parteipolitisch agieren soll. Mein Job ist, für diese 17.800 Menschen, die uns da draußen ans Herz gelegt sind, da zu sein. Und da sollte die Parteipolitik nicht zu sehr im Vordergrund stehen. Und wie gesagt, es muss verschiedene Parteien geben, es muss verschiedene Ideologien und Zugänge geben, aber unterm Strich habe ich das Gefühl, dass wir das auch schon bewiesen haben bei den verwichenen Gemeinderatssitzungen und bei den Vorbereitungen dafür, dass wir durchaus produktiv miteinander arbeiten können und ich damit einen größeren Pool an gescheiten Leuten um mich habe. Und das finde ich persönlich ganz richtig so. Von der Sacharbeit noch einmal zu Schwächert, zu den attraktiven Angeboten. Welcher Platz im Sommer gefällt Ihnen in Schwächert am besten? Grundsätzlich gibt es viele Plätze in Schwächert, die ich sehr mag. Kommt ein bisschen darauf an, wie meine Stimmungslage gerade ist. Zum Beispiel, wenn ich ganz froh bin, dass mal auch ein bisschen Ruhe einkehrt, bin ich unglaublich gern in meinem kleinen Garten am Berg, am Schusterberg, also bei den Kleintierzüchtern, weil dort einfach die Gartenarbeit und das bisschen Abstand nehmen mir wirklich gut tun. Das ist mehr Erholung für mich, als wenn ich mich wo in die Sonne setze und warte, dass der Tag vergeht. Abends gehe ich gern einfach mit meinem Hund eine große Runde immer woanders hin und ich finde immer wieder schöne Plätze, wo ich gern mal 5 Minuten auf einem Bankerl sitze und den Herrgott einen guten Mann sein lasse. Was wünschen Sie den Schwächerterinnen und Schwächertern für den restlichen Sommer? Ich hoffe, dass die Wetterlage, also für mich persönlich ist die Wetterlage jetzt gerade sehr angenehm, ich muss es nicht immer ganz heiß haben. Ich wünsche mir, dass das Wetter nicht mit irgendwelchen Kapriolen gesegnet ist, die uns viel Arbeit und Sorge machen, sprich irgendwelche Wassermassen und Ähnliches. Ich hoffe, dass unser Stadtfest so wird, dass die Bevölkerung Spaß dran hat. Und vor allem wünsche ich allen Eltern, dass dieser Start in das Schuljahr einigermaßen harmonisch läuft. Meine eigene Erinnerung ist immer, dass das eine ziemlich stressige Zeit war. Gott sei Dank habe ich es hinter mir und ich halte einfach allen, die heuer einen Erstklässler haben, die Daumen, dass die ersten Wochen harmonisch verlaufen und die, die es schon geübt haben, dass sie auch wieder schön in diese Herbstzeit hineingleiten.